Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. Moin aus der Mitte von Deutschland. Ja, hier ist der Jan. Ich gehe hier meinen Berg hoch gerade und springe Autos aus dem Weg, damit ich weiter mit dir reden kann und dir nicht ins Ohr schreie, falls mir mal wieder jemand über den Fuß, also mal wieder ist gut, ist noch keiner. Also falls mir jemand über den Fuß, heute ist aber hier was los, Hubschrauber über mir, also Füße, ja, also über den Fuß gefahren ist. So, jetzt, das wollte ich sagen. Und wandere jetzt gerade so im Herbst hierher, so ein Teil meiner Füße wandert so in den Blättern, die runtergefallen sind, die schon braun, ein paar grüne sind noch dazwischen. Goldene wären es auch, wenn die Sonne scheinen würde. Ist aber gerade heute ein bisschen trübe. Und trübe, ja, da können wir uns ja ein bisschen drauf einstellen, ne? Wir kommen jetzt so ganz langsam in die etwas trübere Jahreszeit, in die rauen Nächte, in die wilde Jagd, in die, ja, die Zeiten, in denen wir uns gerne verkriechen nach innen, und viele Menschen machen Innenschau, was ja gut ist. Ja, im Sommer ist mir so aufgefallen, im Sommer machen das die wenigsten gerne. Ja, da sitzen sie lieber draußen und genießen das Wetter und die schönen Momente. Und im Winter, naja, da fangen wir an, wieder Innenschau zu machen. Und darum geht es heute auch, die Innenschau. Und es geht um Kommunikation, Kommunikationsprobleme und Bestärkungen. Ja, meine letzten Podcast-Folgen, die ich ja hier mal rausgehauen habe, quasi mit dem Besserwisser zum Beispiel, ja, die haben mich auch dazu gebracht, den Gedanken einfach mal weiter zu spinnen. Denn Sprache ist Magie. Und da habe ich jetzt ja auch häufiger schon drüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, unsere Realität formen. Und im Moment habe ich so ein paar Postings rausgebracht in Form von Weißt du, was du willst, ne? Denn es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, wieso Menschen ja gerne träumen von dem, was sie wollen, aber nichts umsetzen oder es wieder abbrechen, ne? Zum Beispiel, wenn sie keinen schnellen Erfolge reinkommen. Das ist so eine Sache in unserem Gehirn mit dem Belohnungssystem, das dann aber sagt, ja, ich werde aber nicht belohnt, da passiert überhaupt nichts, brechen wir ab. Ne? Und so hüpfen dann viele Menschen von einem Buch zum anderen, von einem Seminar zum anderen, von einer Ausbildung zur anderen, ja, um zu sagen, ja, irgendwann muss das ja mal was bringen. Und das Blöde dabei ist, solange du das so machst, wird dir das gar nichts bringen. Ich weiß, du wirst dir das schön verargumentieren und sagen, ja, aber wenn ich doch nur einen Satz mitnehme aus dem Buch, ja, ist alles klar. Aber dafür hast du eine Menge Zeit verbrannt. Ne? Denn dieses Rumhoppen, das ist gar nicht so gut. Auch wenn wir gerade in so einer globalen Welt sind und jetzt gerade eben so viele tolle Informationen von A nach B kommen und vom Süden in den Norden und solche Geschichten, ist das ja so eine Geschichte zu sagen, auch das ist gut. Ich bin ja so ein total flexibler Mensch, der sagt, ja, wenn mein Gewürzregal voll ist, dann habe ich mehr Optionen beim Kochen. Logisch, und das stimmt. Aber was ich zum Beispiel daran nie lernen würde mit den Gewürzen, wäre, der Meister des Salzes zu werden oder des Pfeffers. Denn ich würde mich ja nicht wirklich mit der einen Sache bei mir beschäftigen, sondern ich würde auf ganz viele Sachen bei mir schauen, und das kenne ich ja auch, ne? Ach, da habe ich noch einen Glaubenssatz und da muss ich ran. Also auch die Wörter muss, ne? Da muss ich was machen und hier muss ich was machen. Und die wenigsten haben tatsächlich diesen wirklichen Ehrgeiz in sich zu sagen, ich kümmere mich um eine Sache. Ein Ding, ein Glaubenssatz, ein, weiß ich nicht, Verhaltensmuster, eine Sache in meinem Leben, die mich wirklich, wirklich stört. Und ich werde Meister oder Meisterin darin,
dass ich damit richtig umgehen kann. Siehst du, ich war jeden Tag diesen verdammten Hügel. Und glaub mir eins, ich bin noch nicht Meister dieses Hügels, weil ich bin immer noch völlig am Eimer. Ich habe also nur dadurch, dass ich diesen Hügel gehe, keine Muskeln aufgebaut. Jetzt könntest du sagen, ach, siehst du, Jan, dann musst du auch noch was anderes machen, Fitnessstudio. Ja, müsste ich in dem Moment, wenn ich sage, ich fokussiere mich auf die Hügelbesteigung. Denn dann wäre so ein Fitnessstudio super. Aber ganz ehrlich, wenn ich an Glaubenssätzen arbeite, ich bin nicht gut genug, dann sollte ich vielleicht erstmal komplett daran arbeiten, herauszufinden, woher dieser Satz kommt. Denn klar könnte ich jetzt in ein Fitnessstudio gehen. Doch die meisten, die ich kenne, die auch so rangehen, die sagen, ja, dann trainiere ich nämlich die Arme. Das ist ganz wunderbar. Ja? Hast du durchtrainierte Arme, bist trotzdem aus der Puste. Denn das ist etwas, was wir Menschen so ganz wunderbar können. Uns selber ablenken, uns selber belügen und natürlich auch uns selber in Richtung zu bringen, dass es auf gar keinen Fall klappt mit der Hügelbesteigung. Aber den Hügel solltest du beschreiben. Ach, toller Übergang, unbewusst. Da ist er, ja, denn es ist wichtig, Bestandsaufnahmen zu machen. Zu sagen, okay, was ist mein Ziel? Wie sieht's aus? Wie bin ich denn dafür ausgerüstet? Welche Ressourcen habe ich? Ja, wo ist mein Besserwisser zum Beispiel? Wo rede ich mir Sachen schön? Wo sind vielleicht ein paar Traumata, die da rumflirren? Oder sind geprägende Ereignisse? Wo ist mein Job, der mich aufhält? Und all die ganzen Geschichten. Und ich sage dir eins, am Ende hast du mit dieser einen Sache ein Jahr gut zu tun. Und ich weiß, das will wieder keiner hören. Ja? Denn diese Welt, in der wir hier leben, die sagt, es muss alles schnell, 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 schnell gehen. Ja, du musst schnell Ergebnisse haben, damit du auch Meister bist, damit du anerkannt wirst, dass du ein geiler Typ oder eine geile Frau bist. Und alle so schnell, schnell, schnell. Und ja, kennst du in deinem Umfeld wirklich geduldige Menschen? Ja, also diese Volkskrankheit Ungeduld, die hat ja so ziemlich jeden angesteckt. Davor sollte man vielleicht mal warnen. Ne? Vielleicht ist das ein Virus, den es zu bekämpfen tatsächlich lohnt. Und daher ist es so wichtig, dass du dir immer wieder klar machst, dass du ein komplexes Wesen bist. Ein komplexes Wesen, das in sich so ein breites Netz an Informationen trägt, das du erstmal aus dem Wasser holen musst. Denn manchmal ist so ein Netz auch kaputt oder hat sich irgendwas Tolles drin verfangen oder was nicht so Tolles. Ne? Manchmal zieht man ja auch mit so Netzen einfach nur Plastik raus und den Müll will man ja gar nicht haben. Und da sind wir genau bei dem Thema, um das es heute geht. Müll. Plastikmüll. Ja, wir wissen ja mittlerweile, dass wir Menschen ganz viel von diesem Mikroplastik in der Nahrung zu uns nehmen. Also nicht in den Lebensmitteln, sondern in den Nahrungsmitteln. Ne? Und woher kommt das? Ja, von unserem wunderbaren Gebrauch mit dem Plastik, dass wir es überall wegschmeißen, auch in den Wäldern. Ich sehe es hier überall. Ja. Ich frage mich, wie Menschen überhaupt darauf kommen, Plastik in einen Wald zu schmeißen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und auch da sind wir wieder bei dem schnell ergebnisorientiert und angepassten. Ich habe einen Kollegen, dem habe ich mal einen Satz zugeschmissen und den hat er gelesen und hat ihn verkürzt, weil er gerade in Projekten arbeitet, wo er Sprache verkürzen muss, damit die Jugendlichen überhaupt noch online kapieren, worum es dabei geht. Und ich rede über so Flugsimulatoren oder irgendwas anderes. Das heißt also, eigentlich geht es um was anderes, aber die Sprache muss so verkürzt sein, so einfach sein, damit da die Menschen kapieren, worum es geht. Das Problem dabei ist, dass dein Kopf und so wie du denkst, eben nicht so einfach ist. Der verwendet ganz andere Worte, ganz andere Zusammenhänge. Der ist komplex und deswegen solltest du es eher trainieren, komplexe Sätze zu sagen, zu schreiben und zu verstehen, als so einfache. Und ich weiß auch, dass man gerne einfache Sätze liest, das ist mir klar. Das macht das Gehirn ja ganz gerne, weil es ja Energie sparen will. Aber die Art und Weise, wie du mit dir redest, und ich bin mir so gerade ganz sicher, dass die letzten Podcasts
alle darum gehen, wie du mit dir redest. Und auch dieser ist einfach ganz wichtig. Und zwar so wie im Außen, wie im Innen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es gibt Menschen, die sind so ein bisschen krank. Und die leben mit anderen Menschen zusammen. Und diese anderen Menschen halten einfach die Klappe. Sie wissen, dass diese eine Person durch ihre Krankheit sie terrorisiert. Und sie wissen auch, dass diese Menschen sich in ihrer Opferrolle ergötzen. So, und im Umfeld dieser Menschen, und das passiert nicht nur dieser Person, von der ich rede, sondern glaubt mir, das passiert so vielen Leuten in Familien und auf der Arbeit und im sozialen Kontext. Das passiert so vielen Leuten, die dann lieber die Klappe halten. Ne? Wir sagen ja auch Klugheit. Wie war das? Der Kluge gibt nach. Ja? Eine der dümmsten, bescheuertsten Aussagen, die es im Deutschen überhaupt gibt. Der Klügere kämpft um sein Recht. Der Klügere kämpft darum, dass der Dumme versteht. Nicht umgekehrt, denn ansonsten wird der Dumme herrschen. Und das können wir eventuell ganz vielleicht, ich weiß nicht, was für eine politische Ausrichtung du hast, aber ich kenne viele, viele Menschen, die gerade die aktuelle politische Lage weltweit, ich sage das mal, damit hier nicht so irgendwie wieder so gebannt oder gefleckt oder was auch immer wird, dass das vielleicht daher kommt, dass viele der Klügeren geschwiegen haben in den letzten 30 Jahren. Kann durchaus sein. So. Und wie sieht das denn im Kleinen aus? Wenn du schweigst und du hast da einen Menschen, der dich terrorisiert und du schweigst, weil du weißt, wenn du was sagst, terrorisiert er dich ja wieder. Und du möchtest einfach nicht dieses Gefühl des Terrors haben, kann ich ja verstehen. Ja, ist ja doof. Ist ein ungutes Gefühl, wenn da jemand einen die ganze Zeit irgendwie triezt, oder? Ich meine, wer will das schon? Willst du das? Also ich möchte das auch nicht. Und das große Problem bei der ganzen Geschichte ist folgendes. Wenn du also die Person weitermachen lässt, weiß sie, dass sie das darf. Logisch, ne? Jeder, der Kinder erzogen hat, weiß das. Alle, die keine Kinder erzogen haben, wissen es jetzt. So, also, wenn du einem Kind keine Grenzen setzt, dann wird es auch keine Grenzen einhalten. Das kannst du nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass ein Kind oder jemand, der, naja, es gewöhnt ist, die Dinge zu tun, die er tut, ohne dabei Rücksicht auf andere zu nehmen oder auf zu denken, dass es da noch andere gibt in ihrem Umfeld, dass der plötzlich eine Erscheinung bekommt und er sagt, oh, ah, ja, verdammt, ja, jetzt muss ich mich erstmal bei allen entschuldigen und dann mein Leben umkrempeln. Das passiert seltenst. Nahtoderfahrung vielleicht, ne? Aber wer hat die schon? Also, ne? Seien wir ehrlich. So, und dadurch ist es wichtig, dass du für dich einstehst. Denn in ganz vielen Podcasts sage ich ja davon, wie rede ich mit mir selber. Und ich möchte dir jetzt mal ganz kurz sagen, wie du weiter mit dir redest, ohne dass du es bewusst machst. Wenn du so einer Person keine Grenzen aufziehst und ihr erlaubst, weiterhin dich zu terrorisieren, dann wird es immer schwerer, Grenzen aufzuziehen bei der Person. Weil die es überhaupt nicht verstehen kann, weil es ja normal ist. Ja? Wenn du plötzlich dein Verhalten bei dieser Person veränderst, in der Form, dass du sagst, jetzt sagen wir mal Schluss, dann wird die sich erstmal wundern. Und dann wird die sich ärgern. Und dann wird die sagen, was für ein Arsch. Und dann wird sie dich bekämpfen, weil sie ist ja gewöhnt, dass du einknickst. Dass du die Fresse hältst, der Harmonie willen. Und auch hier sagen wir beide weiter ehrlich, heute voll der ehrliche Podcast, ne? Weiter ehrlich, war das denn Harmonie vorher für dich oder hast du dich geärgert? War das ein doofes Gefühl? Naja, jetzt die Frage. Inwieweit hast du dich denn in deinem Leben schon daran gewöhnt, dass für dich Harmonie ist, dass du dich scheiße fühlst. Und du weißt, ich nenne die Kinder beim Namen, ja? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ungut, mal nicht so toll, dich mal vielleicht ein bisschen über dich ärgerst. Nein, dich scheiße fühlst. Ja, dass du aus dem Gespräch rausgehst und diese eine Person hat es dir mal wieder so richtig gegeben mit ihrem Ding, die sie sagt oder wie sie sich verhält. Okay? Wie weit hast du dich daran gewöhnt, dass das Harmonie ist? Denn du hältst ja die Klappe mit der Begründung, dass du nicht terrorisiert werden willst, sondern es soll harmonisch sein, Friede soll sein. Also du hältst die Klappe, damit Frieden ist, ja, und du nicht weiter terrorisiert wirst. Und das ist dann für dich Frieden? Ernsthaft? Oder ist für dich Frieden, dass du mal anerkannt wirst?
dass jemand, der Handlungen macht, vielleicht mal drüber nachdenkt und sagt, oh, da ist ja noch jemand in meinem Leben, vielleicht könnte dem das stören, was ich hier mache, vielleicht rede ich erstmal mit der Person. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht toll, wenn jemand mal sagen würde, du, eigentlich, ne, ich habe das und das jetzt hier geplant, weil so und so geht es mir gerade damit. Wie ist das denn für dich? Anstatt die Dinge einfach durchzuziehen und wenn du sagst, sag mal, was ist denn hier los, dich dann nochmal fertig zu machen. Okay? Und das, was ich jetzt hier von dir will oder nicht will, was ich dir sagen will, natürlich, ja, in diesem Podcast, das habe ich eben nur in einem Nebensatz platziert, weil ich die ganze Zeit schon davon spreche, nur ein bisschen verschachtelt hat. Ne? Darfst mal lernen, wirklich mal zuzuhören. Also, inwieweit hast du dich daran gewöhnt, wie Menschen mit dir umspringen? Denn wenn du dich daran gewöhnst, dass Menschen so mit dir umspringen, dann springst du auch mit dir selber so um. Schon mal drüber nachgedacht? Nein, ne? Genau das ist das große Problem. Wenn du dich daran gewöhnt hast, zu schweigen, obwohl du reden müsstest, bei jemand anders, wirst du auch bei dir schweigen, obwohl du reden müsstest. Ja, du wirst dich eher anschweigen in Momenten, wo du sagst, hier baue ich gerade Scheiße. Ja, dann schweigst du und lässt es erstmal geschehen. Und was dann am Ende rauskommt, wissen wir beide, ich brauche das Wort nicht nochmal wiederholen, oder? So, und du weißt das. Du weißt das von dir selber. Du weißt das aus deinem Leben. Du weißt das jedes Mal, wenn du das gemacht hast. Und komm schon, du brauchst mir nicht erzählen, habe ich nie gemacht. Ja, das ist Unsinn. Und hier ist es ganz wichtig, dass du einmal in dich gehst. Und wie so eine Bergbeschreibung. Beschreibung wieder, ne? Ja, komm, bleiben wir bei der Beschreibung. Lassen wir doch einfach diese doofe Besteigung weg, ne? Wer will denn schon Berge besteigen? Also, bei dieser Bergbeschreibung, die du erklimmen willst, darfst du dir gerne auch mal aufschreiben und dir mal bewusst machen, inwieweit du dich daran gewöhnt hast, wie Menschen mit dir umgehen. Und inwieweit du das tolerierst, wie Menschen mit dir umgehen, weil du immer noch glaubst, das sei Harmonie und weil du immer noch glaubst, dass der Klügere nachgibt. Und ich möchte dir noch am Ende eine Sache gerne mitgeben. So kann ich leider den Podcast nicht nennen, dann kommt er auf irgendwelche Listen, das weiß ich jetzt schon. Ja? Der Klügere, der nachgibt, ist in Wirklichkeit der Dumme. Oh, vielleicht nenne ich ihn doch so, ist mir egal. Ja, also, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denk mal drüber nach. Der Podcast heute ist ein bisschen polarisierend, das weiß ich. Soll er ja auch sein. Und ja, wünsche dir viel Klarheit und ich wünsche dir, dass du ja Erkenntnisse über dich bekommst. Und wenn nicht, es gibt so Menschen wie mich, die bringen sowas zur Sprache. Und die bezahlt man dafür, dass es einem hinterher ja besser geht, weil man durch sie mit ihnen viel Klarheit gewinnt und ein besseres Leben führt. Nur mal so nebenher. Also, viel Spaß beim Klarwerden. Und bis dann, der Jan.